Yo Leute, was geht und willkommen auf dem Rob-Asian-Kanal. Ja, ich bin auf jeden Fall hier mit meinem Bike ein bisschen unterwegs gewesen. Direkt frisch aus dem Service. Ich habe auch ein paar Veränderungen jetzt vorgenommen und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was alles geändert wurde. Ich gehe mal einmal rundherum, zeige euch dieses Traum von Motorrad. Nee, aber wirklich, also ich bin sowas von happy mit der. Abartig, so geil. Und ja, ich glaube, ich steige einfach mal aufs Moped, wir fahren einfach mal los und ich quatsch wieder ein bisschen drüber. Oh, das muss ich euch noch zeigen, der Sound. Ich habe eine Kleinigkeit geändert. Alter Falter, die klingt jetzt so krank. Hier hinten ist eigentlich so ein Netz drinnen. Und das Netz ist dafür da, dass wenn die Fehlzündungen macht, dass die Flamme nicht rauskommt. Jetzt habe ich das Netz einfach nur rausgetan. Die klingt einfach wie die größte Motocross überhaupt. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber... Boah. Richtig wie eine große. Ohne Scheiß. Also mir persönlich der Sound mehr als ausreichend. Könnte sogar, ehrlich gesagt, ein Tick leiser sein. Aber mit dem Netz war sie einfach wieder zu leise. Da hört sie sich an wie so eine 125er. Mit Sportauspuff. Genau, ich habe auch die Übersetzung geändert. Die fährt sich jetzt auch noch mal ein Stück aggressiver unten rum. So geil. Ich habe jetzt zwar noch keine Wheelies probiert. Einmal habe ich welche probiert, bevor ich die Übersetzung geändert habe. Aber ich habe mich, das konnte ich nicht hochladen. Ey, wie der größte Idiot habe ich mich angestellt. Ich fahre jetzt im zweiten Gang. Dreh mal einfach ein bisschen hoch. So sieht man es in den Videos immer. Und schauen, was da so geht. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, ich konnte es ja sonst immer mit Gas hochziehen und das war halt easy as fuck für mich. Andere sagen ja dafür, oh, mit Gas kriege ich sie nicht hoch, aber ich fand das viel einfacher. Und mit Kupplung, boah, ich bin gar nicht der Fan davon. Tut mir da richtig schwer. Deswegen, da holen wir uns auf jeden Fall Verstärkung und da gibt es auf jeden Fall ein Video dazu. Ja, und an sich sonst, was habe ich alles Schönes verändert? Also die Übersetzung habe ich gleich beim Händler machen lassen, zu dem Service dazu. Insgesamt hat mich alles 375 Euro gekostet jetzt da. Finde ich okay. Weil wenn man davon abzieht, dass die Kette alleine, weil das Kettenrad an sich halt viel zu groß war, hat der Händler gesagt, ich brauche auch noch eine neue Kette. Und das Kettenrad alleine und die Kette hat schon 100 Euro zusammen gekostet. Nur das Material sozusagen. Und mit dem Aufbauen wahrscheinlich noch mein Fuffi oder so. Deswegen kann man da so nochmal mindestens 150 wegrechnen und dann bleiben mir im Grunde nur noch 200 übrig. Wesentlich günstiger als wie bei meiner Husqvarna, weil da habe ich glaube ich knappe 500 gezahlt. Ja, aber da glaube ich habe ich auch, habe ich da einen Ritzel? Ne, da habe ich keinen Ritzel kleiner gemacht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall zu teuer. Viel zu teuer für mich meiner Meinung nach. Genau. Sonst selber Umbauten, was habe ich gemacht? Auf jeden Fall die Spiegel, wie ihr seht. Die sehen nämlich jetzt so geil aus. Dazu auch eine witzige Story. Bis ich jetzt die Spiegel so dran hatte, wie ich sie jetzt dran habe, hat es locker eine Woche gedauert. Ich habe mir die Spiegel nebenbei, gibt es bei Amazon, Lenkerhintenspiegel eingeben, dann findet ihr die direkt. Die gibt es einmal mit Gelenk und einmal ohne Gelenk. Und ich dachte mir, komm, mit Gelenk, die vibrieren sich ja so schnell immer ab. Ich kaufe sie ohne Gelenk. Ja, Fehlanzeige. Dann haben die nicht gepasst wegen dieser Aufnahme von den Griffen für die Hupe und für Starten. Muss ich die zurückschicken. Hab mir neue bestellt. Dann kamen die an. Eins war kaputt, weil da ein Riss im Glas drin war. Muss ich die jetzt auch wieder zurückschicken. Oder ich habe sie noch nicht zurückgeschickt, muss ich noch machen. Und jetzt habe ich sie mir nochmal bestellt zum dritten Mal. Hat zum Glück jedes Mal, wenn man sie bestellt, nur immer eineinhalb Tage oder so gedauert. Trotzdem irgendwie ein bisschen nervig gewesen. Aber jetzt habe ich sie endlich drauf. Dann habe ich, hier war es richtig genial, da musste ich einfach nur die Aufnahme umdrehen. Das sind so Diagonalschrauben, ich hoffe, ihr seht das so. Die musste ich einfach nur umdrehen, dann konnte ich die originale Befestigung nehmen. Und Servus. Geil. Dann habe ich mir bei Luis nochmal eine Aufnahme für rechts bestellt oder gekauft zumindest. Solche zwei Adapterstücke und die Spiegel halt. Insgesamt hat mich jetzt der Spaß
schätze mal, die Spiegel kosten so mit 20, mit Versand 24. Dann die Aufnahme auf der rechten Seite kostet einen Fünfer und die zwei Schrauben, jeweils einen Fünfer und zwei Muttern. Ich weiß nicht, 40 Euro, nee, knapp unter 50 Euro oder sowas, um die 50. Warum? Und ihr habt optisch, wenn ich mich so zurücklehne, Alter, richtig geil, oder? Also es sieht halt mal sowas von viel hochwertiger aus, als wenn die hier so oben wegstehen. Vor allem, die sind ja auch nicht so schön gewesen. Des Weiteren habe ich mir, genau, Spoke Styles auf jeden Fall schon bestellt. Die sind angekommen, habe nur keine Lust gehabt, sie bis jetzt zu verbauen, weil das immer so eine Fickerei ist von der Arbeit her. Ich sag's euch, da seid ihr ein, zwei Stunden Minimum am Werken, bis ihr die dran habt. Was ich auf jeden Fall noch verändern will, ist einmal den Flügel vorne, den kürzeren ran. Das wäre richtig nice. Und ich habe schon so ein traumhaftes Dekor gesehen. Ach du Scheiße, so geil. Boah, da freue ich mich schon drauf. Man muss es nur noch bestellen. Wird mich wahrscheinlich auch so um die 100, 150 Euro kosten. Aber Leute, das lohnt sich, weil das Dekor von, das Originaldekor von der Maschine ist halt einfach in die Jahre gekommen. Es ist okay, aber es ist halt nicht mehr so zeitgemäß. Das würde ich auf jeden Fall noch gerne ändern wollen. Und dann ist die Maschine schon, aber sowas von lecker. Auspuff lasse ich wahrscheinlich jetzt dran, den Leo Vinz. Der klingt nämlich wirklich schön. Wir haben auch, danke unter dem letzten Video, falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es gerne mal ab, ich verlinke es hier oben. Haben ja auch ein paar geschrieben, da haben sich so ein bisschen die Meinungen getrennt. Manche sagen, ja, GPR ist geil. Andere haben gesagt, jo, ah, der ist obenrum nicht so nice. Was ich zu dem Auspuff sagen kann, hört ihr, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört, aber die knallt so ein bisschen manchmal nach. Das ist übel. Servus. Das ist manchmal übel geil. Das ist so nice. Hey, ich bin so happy mit der. Ich würde euch die unbedingt mal empfehlen, wenn ihr die mal an irgendjemanden kennt, der die hat. Fahrt die mal Probe, die ist. Das ist so ein geiles Motorrad. Ich bin richtig zufrieden mit der. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was ich sagen wollte. Vielleicht irgendwas zum Auspuff, aber. Der Vinz hat den Vorteil, dass er richtig schön dumpf klingt, weil er so ein schönes großes Fassungsvermögen hat. Und das liebe ich halt, dass der halt schon ein bisschen tiefer klingt, weil die hat halt nicht gerade so viel Kubik. Und dann klingt die halt gerne mal gleich wie so eine 125er. Und sehr zufrieden, sehr zufrieden. Ich werde auf jeden Fall mal demnächst mal Wheelies ausprobieren, weil das darf natürlich auf einer Sumo nicht fehlen. Genau, Leute, ich glaube, das soll es zu dem Video auch ein bisschen gewesen sein. Wollte ich mal auf den aktuellen Stand holen, weil mir auch, ich nehme ja manchmal immer so ein paar Fotos auf, wenn ich auf Instagram, wenn ich irgendwas verändere, zum Beispiel die Spiegel, weil mir ein paar Leute geschrieben haben, wo ich die denn her habe. Ich verlinke euch die auch mal unten in der Beschreibung. Genau, und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.